So, hallo und herzlich willkommen, Leute, zurück bei einer neuen Folge von Red Dead Redemption. Wir haben uns letztens den Patrioten angeschlossen, nicht? Wir haben zumindest mal die Ausrüstung von, haben uns besorgt. Und jetzt müssen wir zu einem Zug über die Grenze, und um der Familie zu helfen, was auch immer das irgendwie bringen soll. Also ich sehe da noch keinen Zusammenhang. Wo muss ich denn hin da? Muss ich da einfach quer drüber? So, Zug, einfach, ja, einfach quer drüber. Wird schon passen, aber ich bleibe auf der Straße. Auf der Straße bin ich schneller. Und es wird langsam wieder dunkel. Also damals war es ja so, zumindest in den Zombie-Filmen sind ja die Zombies eigentlich nur am Abend rausgekommen. Inzwischen hat sich das irgendwie so weit entwickelt, dass sie gehen, dass sie denken, dass sie unter Wasser laufen können und dass sie am Tag gehen. Keine Sorge, ich mach das schon. So, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Aha. Gut, also diese Patienten hier. Ja, du bist mir sowieso der Unsympathischste. Nahkampf, Bitches. Fum. Und... What the hell? Ich hasse dich. Dich hasse ich am allermeisten. Du bist das du bist mein Hass-Zombie Nummer 1. Ich war so blöd Griechen. Also, Mr. Epilepsie ist in diesem Spiel extrem. Stay away from here. What the fuck? So, ich hoffe, da ist sonst noch keiner. Oh, warte mal, da ist doch einer, oder? What the? Und? Eins und... Zwei. Nee, nicht der... Ja. Warum schießt hier auf die Hand? Nee, nicht der... Was, wo schießt du denn hin? Bist du verrückt? Und... So. Warte mal, da drüben sind noch ein paar. Ja gut, die sind ja auch nicht das Problem jetzt. Komm, bleib stehen. Nee. Hopp. Und bleib unten. Schießt weiter, ein paar sind noch übrig. Da habe ich doch irgendwas rascheln gehört. Also ich glaube... Oh, Frau Meier. Oh, sie liebt mich. What the fuck, das sind viele. Na gut. Warte mal, da, Frau Meier. Und Rüdiger und Mr. Epilepsie schon kaputt. Jetzt stirb doch endlich, Mann. Das kann ja nicht sein. Wie viel sind dann noch? Zack, ich hau dir den Kopf an mit meinem Kolben. Na, von wo ist mein Kolben? Hm, sag's mir. Du kriegst ihn in die Fresse. Dann siehst du es besser. What the hell? Was ist denn los mit dir? Willst du nicht sterben wie jedes normale andere Zombie? Auch vor dir... Alle relativ brav, bis auf du. Was? Ich muss auf den Zug jetzt, oder? Hoffentlich. You did real good, soldier. Basic training was very thorough. Well, that's good. These degenerates are only good at whoring and drinking. Let's roll out! Oh, okay. Jetzt sind wir am Zug, das heißt, wir müssen ihn wahrscheinlich verteidigen auch. Wo sind die denn? Oh, die spucken sogar. Also die Spuckerten haben wir hier auch. Das ist ja mal nicht so erfreulich. Aber gut, wenn wir schnell genug sind, dann sollten wir... Oh, warte mal. Klettern die am Zug rauf? Ich hoffe mal nicht. Weil dann bleibt eigentlich nur übrig, dass der Zug hoffentlich schnell ist. Aber mit der Musik ist das schon geiler. Was hat denn der Handy? Jetzt kann ich aber nicht. Dominik, ich kann nicht abheben. Ich bin ja gerade gegen Zombies unterwegs. Warum stehe ich hier oben? Ist ja voll blöd runter da. Nein! What the hell? Glück gehabt. So, hier ist doch gleich viel besser. Hier ist geil. So, come with me, bro. Who are you, bitches? Fum. Yeah, Wilden Westen! Boom! Der da hinten kriegt auch noch eine Kugel. Den auf dich habe ich nicht vergessen. Oh, Mr. Pepsi! Was ist denn los hier? Ja gut, die ist mir eh egal, weil die können eh nichts machen.
Also no problem, bitches. Pum. Und pum. Aber gut, ich habe eine Munitionskiste, daher eigentlich relativ gute Chance, da im Kampf zu bestehen. Nur auch mit den mit der Bullseye ist es auch schon schwer. Oh, oh, oh. Fum, fum. Oh, ich habe sie nicht getroffen. Dafür spucken die mich an. Ich bin der Held hier. Verdient es ein Protagonist, wirklich angespuckt zu werden? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, ich bin tot. What the hell, die sind voll stark. Ich sollte nicht so offen darum, da rumstehen, glaube ich. Das ist nämlich ziemlich schlecht. Die Zombies kommen eh nicht nach. Und daher muss ich mich eigentlich nur verstecken, glaube ich. Und die Leute halt beschützen. Bleib mal halt hier drin. Kein Problem. Keep your eyes skinned for any more of those nightmarish fiends. So what am I dealing with here? Are you deserter? Not exactly, sir. I got split up from my unit. Which regiment? I'm stationed up in West Elizabeth. Were you involved in that Vanderlind operation? I did my part. Just kept my head down and followed orders. You know how it is. Thing was a bloody mess. Okay, da kommen sie schon wieder. Diese elenden Blutsauger. Pfumm. Also hier oben ist ja eigentlich eh relativ. Also hinten ist, glaube ich, ein guter Ort zum Überleben. Hier ist es relativ sicher, denke ich. Hier hinten zumindest. Vorne war es schon relativ gefährlich. Vor allem, als ich dann fast vom Zug runtergeflogen bin, da war es dann, da waren wir dann schon ein bisschen anders. Da bin ich gedacht, scheiße. Aber cool, dass es auch geht. Das zeigt nämlich von dieser Freiheit, die dieses Spiel bietet. Nämlich, dass du die Mission auch ganz anders beenden, in Anführungszeichen, kannst. So, boah, da sind aber auch richtig viel Zombies. Also ich meine, ja gut, der Zug ist auch wahrscheinlich laut genug. Deswegen, ist es noch realistisch, dass da viele sind? Aber die hüpfen auch komisch, du, das ist ja... Pum, pum. So, und du bleibst hoffentlich liegen und da hinten noch. Hab ich da hinten bewegen gesehen? Ach du Kacke, das sind aber viele. Ich hoffe, ich muss nicht alle töten, weil das würde wirklich ewig dauern und ich kann nicht mal am Kopf ziehen. Oh, 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 das sind die gefährlich. Nämlich vorgekillt. Ah, verdammt, Janne spuckte schon wieder, die Frau Meier. What the hell, Frau Meier spuckt mich doch nicht an! Wow, da hab ich Respekt. Da hab ich wirklich Respekt davor. Ja, von dir habe ich auf jeden Fall Respekt. Weil, aua! Weil die sind extrem stark. Und es sind auch so viele. Also, das ist ja das nächste Problem. Das ist ja nicht etwas blöd. Muss ich jetzt runter? Nee, komm, lass mal. Muss ich jetzt runter? Komm, ramme es und schieb's weg. Au, ich muss runter. Shit. Make Uncle Sam proud. Oh, da kommt Zombie. Hä? Huh? What the fuck? Let's go. Oh, 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 oh. Das ist, glaube ich, ein Job für mich. Come on, we ain't got all day. Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen? Mit der Pistole? Was los, Marston? Bist du wahnsinnig? Futz, kommt her da! Ich will in den Nahkampf! Achso, nee, das ist doch viel stylischer, wenn ich die aus der Ferne erledige. Oh, nee, 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 nee! Das sind die Schnellen, die mag ich am allerwenigsten und das wissen die auch. Oder sollten die wissen. Lass meinen Freund in Ruhe, ist gar nicht mein Freund, ich kenne ihn nicht, aber er ist auf jeden Fall nett.
Er hat mir 5 Euro für Zigaretten geborgt. So. Übrigens, ich rauche nicht. Ich mache nur gern Zigaretten. Naja, Witze sind ja das auch nicht. Es ist immer so hell. Was da? Oh, er lebt noch. Was ist da los? Was? Aua, was ist da los? Nee, komm jetzt, oh, in den Nahkampf, einfach in den Nahkampf, einfach draufhauen da. Dann ist auch das erledigt, so. Was, die fliehen? Die gehen ohne mich? Sind sie wahnsinnig? Löst die Bremsen des Zuges? Sind die tot? Ich bin jetzt alleine oben, ist das wirklich so? Also gehört der Zug jetzt mir? Wo sind die jetzt? Sind anscheinend weg. Okay, dann sieht es aus, wir haben es geschafft. Wir sind... Oben im Pferd wartet er auch schon. Das ist schneller gewesen, als ich dachte. Ich muss zum U. Was ist das U? Gut, dann sind wir in Mexiko. So sieht es ja also aus. Ich war schon mal in Mexiko, wie ich kleiner war. Ah, da unten ist Mexiko. Also ich bin... Ach, so ist das. Gut, da kann ich jetzt wieder Friedhöfe säubern. Aber ich glaube, ich gehe einfach mal... Nee, komm, wir machen das da. Wir machen das Fragezeichen schnell. Ich will ja wenn dann schon alles säubern. Aber mal runter. Ah, da geht's runter. Oh, okay, vorsichtig, Peter. Penner, vorsichtig, vorsichtig. Du bist mir schon mal gestorben und du hast der Hölle wieder auferstanden. Jetzt brennst du halt. Ich möchte dich nicht normal verlieren, Peter. Ja, er möchte mich ja auch nicht verlieren. Ich meine, ich habe ihn einmal gelöscht. Einmal ist er mir von den Gleisen gefallen. Dann ist er mir nochmal wo runtergefallen. Dann, ja, gelöscht habe ich ihn. Und, ja. Aber jetzt ist er ja irgendwie schärfer als je zuvor. Schärfer in dem Sinne von brennender. Aber man assoziiert ja Schärfe sowieso mit Feuer, also mit Brennen. Deswegen habe ich das auch gerade irgendwie so Gedanken verloren, wie ich bin gesagt. Ja gut, gehen wir mal schnell zum Friedhof, säubern wir den hier mal schnell und dann geht's glaube ich auch gleich zum U, wenn sich's in der Folge ausgeht. Wenn nicht, ja, dann kommt halt die nächste. Auch kein Problem, warte mal, ich glaube, die brauchen Hilfe. Ich glaube, die brauchen auf jeden Fall Hilfe. Halt, haltet ein! Das ist kein Friedhof, das ist eine Stadt! So, gut, einer. Wo sind die anderen denn? Komm, wo sind denn die anderen? Oh, da wieder ein Spuckender. Na, komm jetzt, schieß doch. Schießen musst du auch. Also nur zielen auf den Zombie reicht oft nicht. Du musst doch einfach mal fett mit der Wumme draufhalten. So. Oh, what the fuck? Was ist mit dir da? Ja, du bist mir der Allerliebste. Dafür zahlst du jetzt. So. Und dann auch noch. Oh, der hat ein Küchenmesser im Kopf. Frau Meier, du sollst hier Schnitzel zerhacken und nicht Köpfe. Mann, dann los! Ne, warte, ich will sich riskieren, dass mein Pferd in der Schussbahn liegt. Dafür ist mein Pferd. What the fuck? Dafür ist mein Pferd irgendwie zu wertvoll, dass ich dann für so einen Blödsinn irgendwie. Dass es dann für so einen Blödsinn drauf geht. Was ist das da? Also, da ist auch noch ein Zombie da hinten. Ich hoffe, das war der Kopf. Ich glaube, es war nicht. Ne, war nicht der Kopf. Sonst würde es jetzt schon sich zu seinen Freunden begeben. Oh, der spuckt! Ja, wirst schon sehen, wer mich hier anspucke. Pat! Da bitte, das ist mein Anspucken. What the fuck, das sind aber viele. Warte mal, die auch noch so. Hallo, ey, du schaust aber komisch rein. Du hast so einen breiten Kopf gehabt. Die Betonung liegt auf gehabt. Und ich habe mit Absicht ein schwächeres Gewehr genommen. Da das mehr Munition hat. What the fuck? Aua! Schon wieder der. Also der Hamburger-Mann, der ist ja brutal drauf. Ah ja, da kommen noch die Pound-Toten, die werden wir auch noch schaffen. Die sind jetzt auch nicht das Problem.
So einer und... What the Shadow? What the fuck? What the fuck? Was ist, warum sind da so viele? Rüdiger, Rüdiger, Rüdiger! Das ist ja unglaublich mit euch. Man hat ja auch von euch keine Ruhe. Also die Groupies, die sind auch wirklich überall. Warte, da hinten ist noch einer. Da ist so ein Patient, der hat sich gerade irgendwie verirrt. Und spuckt auf mich und spuck ich auf er. So, das war's, glaube ich. Ah ja, gut, da habe ich wieder meine Belohnung. Die werden wir einfach schnell aufnehmen. Ah, da oben. Gut, also wir haben eine neue Waffe bekommen. Das ist ja auch geil. Double irgendwas. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ein Doppellauf hat. Oder ob die Waffe Double Action Revolver. Warum heißt die Double? Ich hoffe nur, dass sie gut ist. Und wie schießt die? Schau mal. Habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Sie ist wahrscheinlich nur stärker. Aber dass sie zwei Läufe hat, glaube ich nicht. Und ich habe vielleicht gedacht auch, dass es vielleicht eine Dual Pistol sein könnte. Also, dass ich eine Dual Waffe habe. Und wie fühle ich dann meine Muskete? Also, meine Donnerbüchse. Ich kriege da zwar Rippen und alles, aber irgendwie stopft sich das nicht und wird irgendwie nicht mehr. So, dann würde ich... Was ist grün? Was ist das? Biografien und Lügen. Ich würde einfach nochmal sagen, wir... Ja, hier ist mir einfach mal schnell zu... Zu den Friedhof noch. Na, zu diesen Örtchen. Das machen wir noch schnell. Wenn sich das ausgeht. Ich hoffe, das geht sich aus. Ich beeil mich. Ich möchte nämlich noch hier Mexiko auch clearen. Und dann erst drüber. Und dann erst die Quest fertig machen. Weil, ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht gibt es ja dort eine Sidequest zu erledigen. Müssen wir mal schauen. Aber ich habe noch immer dieses komische Outfit an. Obwohl ich mich im Alten irgendwie wohler gefühlt habe. Das zeigt ja mehr von Revolution und so. Und jetzt habe ich halt dieses Schickimicki-Dings da an. Das passt irgendwie nicht. Diese Strümpfe und so. Und keine Ahnung. Und was auch wahnsinnig ekelig sind, wo wir gerade bei Uniform sind. Ich war beim Bundesheer. Ich war beim Heer. In Österreich ist es ja noch Pflicht. In Deutschland ja nicht mehr. No, also in Österreich ist es noch Pflicht. Noch. Wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, weil jetzt sind auch noch erneute Verhandlungen und so. Und jedenfalls, was ich sagen wollte, ist halt, dass Uniformen, darauf wird viel zu viel Wert im Krieg gelegt, finde ich. Also was wir gelernt haben, brauchst du keinen Krieg. Also exorzieren, wie man richtig marschiert, wie man salutiert. Im Krieg darfst du sowieso nicht salutieren, weil du sonst irgendwie die Gegner ja zeigst, wer jetzt ein Höherer ist, also auf dem Rang, ein Rang Höherer. Deswegen darfst du hier gar nicht salutieren. Von daher wird da viel zu viel draufgelegt, das ist einfach nur behindert. Also dieses Kriegsdings da, was wir da haben, das ist ja wahnsinnig schwachsinnig. Patz! What the hell, die Waffe ist aber, glaube ich, stark. Die, glaube ich, schießt ordentlich durch und die klingt auch schon sehr so brutal. Noobs Lamely ist online. Ja, mit denen habe ich früher mal Halo gespielt. Boom! Und Leute, habt ihr gehört? Dead Space 3. Gibt schon viele Ingame-Movies und das ist jetzt... Schreien ja nicht so! Der Einzige, der schreit, bin ich! What the fuck? Okay. Zeit für die Donnermuskete, oder? Oder noch nicht? Mal. Hier, ich werde die einfach hier verwenden. Boom! Aber die tötet doch nur einen! Ich würde gerne alle töten mit! Oh! Warte mal, okay, der ist tot. Was ist mit dir? Schrei doch nicht so blöd, du blödes Mistvieh! Das sind aber extrem viele. Das ist ja schockierend, was sich hier abspielt. Ja, mein Pferd ist schon ganz außer sich. Schau, ihr macht mein Pferd ganz blöd. Und lass so... What the fuck? Warum falle ich jetzt hin? Ah, schon wieder! Oh mein Gott, das ist ja der vollverseuchte Ort, wenn man sich die Kugeln hier oben anschaut. Das wird eine längere Folge. Ich will das aber noch beenden. So, wo sind die... Du spuck nicht erst! Spucken tun... schon wieder! Spucken nur... Nur Lamas haben die Berechtigung zu spucken. Alter, was... Ist denn los mit dir? Nee. Oh, ihr hilf doch. Du wirf! Wo beruf ich den Bogen? Ich hab doch keinen Bogen. Ich werde doch. Nee, nicht. Nee, jetzt, was ist denn mit dir? Geh mir.
geh mir nicht am Nerv! Für den habe ich mal absichtlich ein paar Schüsse mehr verwendet. Aber der ging mir auch sehr am Sack. Das sind aber viele da. Bist du wahnsinnig? Was ist denn da los? Gut, aber der... was ist denn das? Was ist das für eine für ein Bug, dass mich da jedes Mal einen Kilometer weit wegschießt? Aber gut, wenigstens sind die... Kann ich von der Ferne... Lass ich die ja relativ leicht ausschalten, nur wenn sie jetzt dich gesehen haben und auf dich zustürmen, dann wird's schwer. Aber so sind die ja nicht so schlimm jetzt. Oh, ich bin aber so froh, dass da keine Spinnen kommen, weil das wissen ja ein paar von euch inzwischen schon, dass Spinnen ja dann ein absoluter Tod sind. Ja, was ist denn los mit dir jetzt? Oh. Spinnen ist ja der absolute Horror für mich. Wissen, wie gesagt, ein paar Leute wahrscheinlich schon. Oh, Frau Meier mit Kopftuch auch unterwegs. Und Leute, warum... Ein paar werden sich wahrscheinlich wundern, warum Frau Meier... Warum es so viele Frau Meier gibt. Aber die Frau Meier ist einfach unverwundbar und stirbt nicht. Also wenn man unverwundbar ist, stirbt man meistens nicht. Und deswegen ist das eigentlich gar nicht so weit hergeholt, dass die Frau Meier immer wieder kommt. Weil sie einfach unbesiegbar ist. Die Frau Meier Weil die Frau Meier liebt uns halt so sehr und deswegen ist die Liebe zu ihr, zu uns, so grenzenlos, dass sie uns bis in den Tod folgt. Und ich höre zwar Zombies, aber ich sehe keine. Aber hier! Das ist eine grüne Frau Meier. Oh, die nicht explodieren und so. Aber am Markt! Natürlich beim Shoppen wieder mal. War so klar, dass Frauen wieder mal shoppen. Das wusste ich einfach. Hör auf zu spucken, rechts. Frau Meier in Strapse auch gerne gesehen. Aber die meint, die hasse ich am allermeisten. Also, was? Also, die spuckenden, die was da noch so blöd explodieren, die hasse ich ja, werde ich wie die Pest. Na komm, versteckt sich die Frau Meier einfach. Ist aber ein sehr unsportliches Verhalten, wenn man den Mann als Schutzschild quasi vorschießt. Die hasse ich, das ist wie schon gesagt, das sind die. So einer und. Noch einer, so. Boah, wo sind denn? Warte, da ist noch einer, glaube ich. Ja, da ist noch einer, da hinten irgendwo, der hat sich da schon wieder so ein Patient verirrt. Weiß nicht, was du da gesucht hast, wolltest du den Fisch braten auf dem Feuer, oder wie? So, ich glaube, das war's. Büffeltöter? Was ist der Büffeltöter? Ah, hier, eine neue Waffe. Die klingt aber auch sehr extrem und hat halt nur einen Schuss. Aber ist wahrscheinlich sehr, sehr stark. Können wir gleich mal testen, ne? Gut, okay. Ich dachte, der zerspringt vielleicht auch. Okay, Leute, das war's. Bis zur nächsten Folge. Das war's. Ciao. System Stick. Hardcore Motherfucker. Okay, gut, dann. Dann helfe ich dir mal. Dann geh mal rüber auf die andere Seite. Wenn jetzt von hinten wer kommt, dann sind wir gearscht. Just saying. So, und.